Hey Leute, ich wollte euch das Ergebnis von den Akkuauffüllen noch zeigen. Allerdings haben die jetzt hier oben nicht mehr wirklich einen Stöpsel drauf, was blöd ist, weil die Kalilage im Akku, die wird dann langsam zum Carbonat und geht kaputt. Aber ich messe jetzt mal den Kurzschlussstrom von dem Sanyo. Erste 7 Ampere. Zweite Kurzschlussstrom messen. 7,8 Ampere. Dritte Kurzschlussstrom messen. 7 Ampere. Und vierte Kurzschlussstrom messen. 8 Ampere. Die Akkus sind wieder top. Nur Wasser aufgefüllt. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man Wasser in die Akkus, ohne dass man hier ein Loch macht und Wasser einfüllt? Oder wie kriegt man das dann wieder zu, das Loch? Und das so, dass das Überdruckventil bleibt, dass der nicht explodieren kann. Aber wenn man das Loch zumacht und es bildet sich Überdruck im Akku, dann macht der Bumm. Also wie macht man das? Auf jeden Fall ist das jetzt der Beweis, dass die Akkus wirklich nur ausgetrocknet waren. So funktionieren die. Aber wenn ich das Loch halt offen lasse, mit der Zeit wird sich die halt wirklich, ja, werden die Akkus kaputt. Weil die Kalilauge, die konzentrierte, die in den Akkus ist, die jetzt wieder Flüssigkeit hat, die Kalilauge, die wird sich dann mit der Luft, mit dem CO2 aus der Luft verbinden und dann die Akkus kaputt machen. Und das zweite ist, die kann man jetzt nicht mehr einfach so in ein Gerät einlegen. Ich kann die zwar so noch in ein Ladegerät einlegen, lädt auch, aber das dritte ist, es kann da auch was rauskommen. Von daher, also es kann da auch Flüssigkeit rauskommen jetzt, weil kein Stopfen mehr drauf ist. Kein Stopfen mit Überdruckventil, der den Akku schätzt und so. Ich hatte eine andere Idee, die probiere ich aus, aber die ist nicht sehr erfolgsversprechend. Ich dachte mir, wenn die nicht ganz dicht sind, dann lade ich die jetzt hier mal mit 1 Ampere. Mit 1 Ampere laden. Und lasse die richtig warm werden. Die haben auch einen sehr hohen Innenwiderstand. Ich lasse die mal mit 1 Ampere laden. Und wenn die dann richtig warm sind, also richtig warm, dann dürfte hier eigentlich Druck aus den Zellen rauskommen. Wenn die aber abkühlen, dann dürfte sich ein Unterdruck in den Zellen bilden. Das heißt, wenn ich die Akkus hier jetzt in kaltes Wasser schmeiße, Glas mit kaltem Wasser, dann kann ich nur hoffen, dass die durch das Überdruckventil Wasser ansaugen. Dass die hier Wasser ansaugen durch das Überdruckventil. Hatte ich bis jetzt aber noch keinen Erfolg, weil wenn ich so eine Zelle messen tue, mit Multimeter Ampermessung nehme ich mal die Zelle raus, messe die mal, ja, 1 Ampere, obwohl es könnte sein, dass es was bringt, die hatten ja nur zwischen 300 und 600 mA. Ich glaube, das muss ich ein paar Mal machen, die warm machen, dass sie richtig warm sind und dann im Wasser abkühlen, dass sie vielleicht Wasser ziehen, dass sie durch das Überdruckventil vielleicht Wasser in die Zelle reinziehen. Dass man da auch wieder Elektrolyt in die Akkus kriegt, ohne dass man die Akkus hier zerlegen muss, ohne dass man da vorne das aufmachen muss. Da muss ich mal probieren. Okay.